Recht herzlich willkommen zur vierten Folge von Oxygen Not Included. Ja, wir sind in diesem coolen Spiel wieder drin und haben hier letztes Mal die Pumpe in Auftrag gegeben, die sie noch bauen müssen. Ne? Das müssen sie hier noch dicht machen. Warte, machen wir mal Prio drauf. Irgendwie gefällt mir das nämlich nicht, dass das da noch nicht so zu ist. Das muss zuerst passieren. So, und dann machen wir Leertaste gedrückt, dass es weitergeht. Die machen natürlich jetzt hier erst diese Lüftungsgeschichte und nicht die Sanitärgeschichte. So, da wird jetzt hoffentlich das fertig gemacht. Da, jetzt kommt das Wasser natürlich hoch. Das hatten wir schon vorausgesehen. Oh, ist ganz schön viel Wasser, ne? Hätte ich gar nicht mit gerechnet. Aber naja. Ups. Alle mal aufräumen. Nee, ich wollte das hier haben. So, jetzt putzen sie erstmal und sind damit auch glücklich. Was ist hier? Da muss was weggeräumt werden, was wir nicht lagern können. Dann gucken wir uns das doch mal gerade an, was das ist, oder? Pflanzenkiste, kein Samen ausgewählt. Ach so, nee, die ist fertig worden, die Kiste. Ja, zack, Pflanze, Pflanzen, alles ist gut. Passt. So, da wird aufgeräumt, das können wir aber auch nochmal gerade hier machen. Dass das alles wegkommt, ne? Und dann werden sie gleich die Pumpe ja wahrscheinlich noch angehen. Das muss leider erst noch hier so bleiben. Das kriegen wir so nicht hin, ne? Strom wird gemacht. Wie sieht es denn insgesamt so aus? Essen haben wir noch. Forschung hatten wir, glaube ich, auch. Das war ja dieses luftdurchlässigen Ziegel, den wir machen wollten. Der wird auch noch geforscht. Das ist gut so. Forschung läuft. Hier haben wir noch eine Kiste, die leer ist. Was ist denn hier drin? Rohmaterial, und zwar Sandsteine. Okay. Und wie viel ist dem Ding drin? Der ist voll. Aber da müssen wir wohl noch einen zweiten mit Sandsteine haben. Sonst, oder? Wasserlager nicht verfügbar. Ja, wir müssen das Wasser hier irgendwie eine Pumpe machen, dass es raus kann, ne? Die Frage, wo wir das hinmachen. Sind hier Keime? Wo waren die Keime? Ah, da. Nee, hier ist nichts mit Keimen. Ich dachte, hier wäre was keimtechnisch gewesen. Ja, dann würde ich sagen, graben wir doch mal hier gerade noch was frei. Mal erstmal so und so. Okay, hier geht einer ins Wasser und arbeitet unter Wasser. Schön fertig, Gabel, geht schnell. Was ist hier für eine Schwierigkeit? Das war das Wasser. Die Flaschen, da müssen wir einen Flaschenentleerer haben, ne? Graben wir mal. Machen wir eine Leiter hier hin. Hier ist ganz viel Wasser, ne? Was machen wir da? Das ist die Frage. Wir wollen auf jeden Fall hier einen Flaschenentleerer haben. Sanitär, Flüssigkeitsentleerer. Vielleicht sollten wir hier. Die Pumpe ist schon da. Und die Pumpe ist ja auch da. Ja. Nee, das war beides falsch. Ich wollte nicht abbrechen, ich wollte das drehen. Wie war das mit drehen? Drehen geht mit O oder wie war das? O, ja. O, O, O. Und würde dann da auch hingehen, ne? Dann würde ich sagen, machen wir dann da drunter aber Ziegel. Passt zwar jetzt nicht so richtig dahin, weil unser Bau ist ja immer so gegeben. So ist, passt aber erstmal im ersten Moment. Machen wir so. Und graben das mal hier frei. Weil da oben hat es ja. Ah, warte mal, das machen wir nochmal nicht. Machen wir nochmal Abbruch hier. Die Kanne, den Flaschenleerer wollte ich noch behalten haben. Aber ich wollte erst da oben die Decke gebaut haben.
So, hier die Ziegel schnell hin. Das kriegen wir dann schon hin, ne? So, wie ist denn überhaupt mit Zeitplan hier? Zwei, einer, zwei. Okay, passt noch alles. Haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Betten. Jetzt sollten wir noch eins in Anspruch nehmen. Wie weit ist der Zyklus? Da dauert es noch. Möbel, Betten. So oder so? Ich glaube schon so, oder? Das bauen wir da mal noch hin. Eins ist zwar noch frei, aber das ist ja, glaube ich, Nachtschicht macht sie, ne? Ja, aufräumen ist angesagt. Das ist das Schlimme, ne? Denen fehlt hier Licht. Ja, da geht's auf jeden Fall weiter, ne? Die ist am Arbeiten als einzigstes. Die ist schon krass. Jetzt geht sie aber schlafen und die anderen arbeiten wieder. Gut, weiter geht's. Aber wie? Was macht das Sauerstoff? Oder der Sauerstoff? Hier ist einigermaßen. Geht eigentlich, ne? Diese Blume macht jetzt erstmal hier Sauerstoff rein. Stromoverlay ist hier, da fehlt aber noch was. Temperatur sind wir ganz nett unterwegs. Das sind Rohstoffe. Licht, ja, Licht ist noch knapp, da müssen wir noch dran arbeiten. Wasser haben wir hier unten nur. Klima ist da, läuft aber nicht, weil die Pumpe noch nicht gemacht ist. Die Pumpe braucht, glaube ich, noch Strom, müssen wir noch legen. Ja, das müssen wir auf jeden Fall noch was Dekomäßiges machen. Keime haben wir da nur auf der Toilette, die aber gerade weggemacht werden. Landwirtschaftsoverlay haben wir da. Und Räume ist nur die Toilette. Wie, die Kammer ist noch keine, also weil da noch einer fehlt oder was. Dann müssen wir mal gerade graben. Machen wir mal so. Okay. Hier haben wir noch Platz. Hier haben wir viel Kohlendioxid, ne? Ja. Wenn wir das aufmachen, ist eigentlich schlecht, ne? Da wird die Pumpe hingebastelt. Und da kommt die Ding ins A. Wir brauchen noch. Ah, warte mal, unsere Forschung ist fertig. Dann machen wir da mal gleich eine neue. Hygiene. Luftsystem. Medizinische Ausrüstung, fortschrittliche, warte mal. Pharmazie, wir bräuchten erstmal sowas wie einen Esstisch. Wo ist denn der? Da, Kantine. Dann Grill. Ja, das macht Sinn, das hier zu nehmen, ne? Und das sind die Farben der Äcker, ne? Genau. Machen wir das erstmal. Und wir gucken jetzt mal gerade. Hier war jetzt die Luftschleuse neu und die Luftziegel neu. Die Luftziegel sind die wichtigeren Dinge, weil die müssen hier gleichzeitig auch sein. Machen wir mal so. Da brauchen wir gerade keine. Und hier können wir noch was machen. Ja, da lassen wir es erstmal. Hier ist aber noch wichtig. Und da brauchen wir noch nichts. Lass mal so. Dann ist das schon mal in Bedienung. Wir müssen hier jetzt aber noch den Dingenssand abbauen da. Aber gucken gerade, was haben wir hier? Flüssigkeitsregler. Ja, steuert die Flüssigkeitsvolumen in Rohren. Ja, Regler, der Flüssigkeitsmenge, die durch Rohre bewegt wird. Um Verschwendung zu vermeiden, okay. Ja, da muss man dann mal gucken. Aber erstmal graben wir hier. Und da. Und doch, das ist eine Treppe, die wir da erstmal lassen, ne? Ja, mal schauen, wie es weitergeht hier. Er bastelt da oben, das ist auch gut so. Oh, da ist die Pflanze runtergefallen. Der nächste möchte jetzt bitte da oben. Oh, geht nicht. Super, oder? Obwohl, ist vielleicht auch nicht verkehrt, weil jetzt strömt da erstmal der Sauerstoff rein.
den wir hier produzieren. Der sammelt sich auch hier oben. Die Frage, wie das Kohlendioxid runterkommt, ne? Na, ist erstmal so. Hier müssen wir noch einstellen, dass die Flüssigkeiten entleert wird, und zwar sauberes Wasser. Und dann muss da noch das weg. Okay, das wird gerade gearbeitet. Passt. Kann man da noch einen Boden hin machen? Was haben wir denn noch hier? Lüftung. Gasventil, okay. Auch da geht es um Verschwendung. Ist das so rum richtig? Ich weiß es nicht. Eingang ist so, Ausgang ist so. Müsste das ja eigentlich so richtig sein, oder? Gucken, ob das so passt. Verschwendung, ja, machen wir so erst. Gucken, was sie daraus machen. Forschung läuft noch. Und es müsste verdammt nochmal aufgeräumt werden, ne? So, wie sieht es hier unten mit Sauerstoff aus? Ganz gut. Hier könnte es jetzt mehr werden, aber da müssen wir hier oben für noch was machen. Er macht auf jeden Fall den Kompost da weg. Essen ist fertig. Das ist schon mal sehr gut. Ins Wasser will wohl keiner oder uns fehlt irgendwie ein Material. Kupfererz fehlt. Das haben wir nicht, oder? Kohle ist nur da, okay. Das heißt, wir müssten hier nochmal was abbauen. Hier ist ja auch irgendwas drin, ne? Vielleicht. Hier haben wir ja schon eigentlich, ne? Können wir eigentlich ausheben, ne? Das bisschen Kohlendioxid, was jetzt hier drin ist, das macht auch nicht mehr den Kohlefett. Sollten wir auch hinkriegen, ne? Gucken wir mal, wie wir das machen. Ja. Eigentlich so, oder? Dann ziehen wir da eine Decke rein. So wird's gehen. So, jetzt kriegen wir den Erz, dann geht das mit der Pumpe auch. Da war so eine Dingens drin, ne? Schmutzwurzel. So, der kriegt das auf jeden Fall hin. Jetzt ist hier Kohlendioxid, kommt da raus. Haben wir denn schon Fertigkeiten, die wir einsetzen können? Nein, noch nicht. Dauert noch. Wird aber werden, denke ich. Ernährung. Die essen erstmal alles. Ist ja auch gut so. Talwerte. Passt noch alles. Haben heute noch nichts gegessen, aber sind auch satt, oder? Das geht noch. Wir haben aber hier auch den Erntegrad gehabt, das ist auch okay. Da kommen wir auf jeden Fall voran. Okay, die bauen jetzt gerade die Lüftungsmechanismen alle ein, aber uns fehlt der Strom bei der Luftpumpe. Das ist ja nur so zu machen, dann ist das ja schon fertig. Und dann muss unbedingt aufgeräumt werden, ne? Alles wegräumen bitte einmal. Okay, Forschung abgeschlossen. Oder was war das? Ja. Wir haben jetzt da Essmöglichkeiten auf jeden Fall. Der Acker kann angelegt werden. Eibrecher haben wir. Da müssen wir gerade einmal alles durchklicken. Und hier haben wir den Kantinentisch. So, das sollten wir dann auch irgendwo hinbauen. Kantine, wo machen wir die Kantine hin? Ich denke, hier ist schon ein ganz guter Raum, oder? Möbel, Kantinentisch und den setzen wir einfach mal hier hin. Machen wir erstmal so, oder?
Den da weg. Ne, den machen wir mal abbrechen. Da kommt Deko hin. So, dann basteln wir das hier mal weg. Und das auch, das auch. Und die pflanzen wir dann da irgendwo hin. Ist nur die Frage, wo. Ja, das wird ja so alles klappen, wenn die da weg sind. Da geht ja noch nichts gerade. So, sie baut alleine weiter. Die anderen gehen pennen. Hier fehlt was zum Abholen. Kein Dünger verfügbar. War das Landwirtschaft? Ja. So, dann ist das Lager auch soweit erst gebaut. Wie sieht es denn mit Sauerstoff in dem großen Raum hier aus? Ja, so ein bisschen ist da drin, ne? Aber nicht viel. Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Strom ist noch da, Pumpe ist allerdings noch nicht angeschlossen. Genauso wenig wie die Luftpumpe und die Wasserpumpe. Da fehlt es noch dran. Ne? Was hat er denn für ein Problem hier? Wir haben verschmutztes Wasser, okay. Lager nicht verfügbar. Da müssen wir uns auch Gedanken dann drum machen, um verschmutztes Wasser, ne? Es müsste ja tiefer wie das saubere Wasser. Was haben wir denn hier? Granit. Hier ist auch noch Eisenerz. Den sollen wir vielleicht auch noch mal besorgen. Ich glaube, wir machen mal eine Leiter tiefer hier. Wir müssen das dann mal abbrechen. Machen da die Leiter hin und das müssen wir auch abbrechen hier, weil das schief gelaufen ist gerade. Machen da noch die Leiter hin. Und gehen dann hier tiefer. Hier haben wir Granit. Sand, Sand. Hier ist es Kupfer. So, was bedeutet das für uns? Wir hätten hier wieder zwei für die Schleuse, einen für den Boden, zwei für Boden, zwei Dingen, zwei Schleuse. Also wäre hier der Boden angesagt, glaube. Kann das sein? Ja. Decke. Machen wir so. Aber wir müssen erst da rechts mit dem Abbruch warten, bis das fertig gebaut ist. Ja. Geht irgendwie gerade nicht voran. So, dann haben wir das da. Ist das hier unten Schleim? Ne, Algen. Die brauchen wir natürlich, ne? Das bedeutet, wir werden hier ein Becken bauen müssen. So, zwei Schleuse, Dach, zwei, passt. So, Schleuse, Decke, zwei. Machen wir so. Schleuse. Decke. So. Schleuse. Ist das so richtig? Ich glaube schon, ne? So, hier wäre jetzt Decke. Schleuse. Geht da nicht, aber ist okay. Hier zumachen. Wie weit gehen wir? Da machen wir erstmal das schmutzige Wasser so rein. Gut, das bedeutet, wir brauchen gleich eine Leiter, die da noch weiter runter geht. Und wir brauchen da ausgehöhltes dann. Das müssen wir alles aushöhlen. Und machen aber hier gerade die Leiter bis da unten hin. Und brechen die beiden ab.
höhlen da erstmal aus, dass man da reingehen kann und bauen sie dann zu. Aber da sehe ich schon, dass werden wir die Schwierigkeiten haben, dass einer nicht gut graben kann, ne? Okay. So, jetzt wird hier weitergebaut. Die Pumpe pumpt jetzt endlich. Das heißt, wir kriegen hier oben mehr Sauerstoff hin. Ja, das wird schon mal alles rausgepumpt. Können nach oben weiter auf jeden Fall bauen. Sollten vielleicht jetzt hier noch ein bisschen Decke reinziehen. Und dann können wir auch pflanzen, ne? Warte mal, Acker hatten wir doch schon, ne? Wann war denn der Acker? Kam denn der Acker her? Nahrung? Nahrung. Ja. Ach, da müssen wir dann auch mit Licht gucken, wie das ist, ne? Haben wir denn schon Lampen? Nee, ne? Nee, haben wir noch schon eine Forschung wieder angestoßen? Nee, es wird gerade nichts geforscht, wa? Das hatten wir. Ein Parkschild hier ist... Die Farmgeschichte, da ist ein Acker. Tierzucht. Kabelbrücke, Schalter. Große Batterie. Hier ist Licht, das machen wir als nächstes. Und Deko ist da ja auch schon drin. Dann wird wieder geforscht. So, haben wir noch ein Bett? Ja, haben wir. Das heißt, wenn da gleich jemand kommen sollte, dann klappt das schon. Da wird aber auch schon weitergebaut. Super. Hier oben ist natürlich ein Lämpchen, ne? Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Tür vielleicht da reingebaut und da auch. Dann haben wir den Essensraum gleich auch schon fertig. Da muss dann irgendwann ein Kühlschrank rein. Da ist schon zu. Da geht noch was. Erstmal alles gut, oder? So, da wird schon kräftig gebaut. Da können wir noch Müllwurzeln anpflanzen. Da auch. Da auch. Die wachsen auf jeden Fall. Da kommt noch ein Acker zwischen, da noch vor einer. Hier kommt diese komische Maschine später hin. Jetzt ist die Frage, wir bräuchten jetzt das Licht. Ich weiß nicht, ich glaube, es sind 5 oder 6, die mit Licht bestrahlt werden. 5, ne? Ich glaube, der hier ist verkehrt. Aber ist auch egal. Pflanze erstmal an. Haben wir ja. Die werden auf jeden Fall gebaut. Und es wird auch super gepflanzt. Düngung fehlt da, okay. Da wird sich schon noch einer drum kümmern. Fehlt nur noch einer, ne? Der wird auch gerade gemacht, cool. Wie viel Essen ist denn hier noch drin? 12 Tonnen Schmutzwurzeln. Auch nicht das Beste, aber naja, besser wie gar nichts, ne? Hier nochmal einen rein. Und sie sind schon kräftig am Essen. Okay. Hier haben wir diese Pumpe jetzt, ne? Flusskontrolle. Oh, die kann man hier einstellen. Sehr interessant. Okay, das bedeutet, der würde immer da reinpusten. Diese Dingens sitzt an der falschen Stelle.
Die Flusskontrolle muss woanders hin. Oder sie muss nicht woanders hin, sondern sie muss nochmal woanders noch zusätzlich was hin. Lüftung, Flusskontrolle, hier geht das. Ah, das war jetzt schlecht, ne? Ich kann man so dahin bauen, aber das bedeutet, das reißen wir gerade ab. Zerlegen wir. Nicht sanitär, Lüftung brauchen wir. Und verlängern das gerade ein Stück. Und dann die Flusskontrolllüftung. So rum ist richtig, ne? Genau, und dann nochmal Lüftung. Das Teil dahin. So, dann wird das richtig, ne? So. Da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir das dann hinkriegen. Sie ist da oben am Laufen. Düngung läuft noch. Die kriegen wir auch nicht eingefangen, die Leuchtwürmchen da. Ja, dann wird es wohl so sein, dass wir das zumachen können. Ja, da weiß ich auch noch nicht, was da reinkommt, aber sie baut das erstmal kräftig auf. Das ist auch gut so. Die schlafen alle. Da ist das Algenterrarium, verschmutztes Wasser. Das muss man noch bauen. Die Wand ist schon fertig, das bedeutet... Ne, die Wand ist noch nicht fertig. Warum wird hier nicht weitergebaut? Ich glaube, wir müssen da noch was weggraben, damit man da hinkommt. Null nicht, aber... Vielleicht so 100. Und da machen wir auch mal 100 raus. Ah, dann geht die Pumpe nämlich aus. Ne, die hat jetzt keinen Saft, weil Batterie alle ist, oder? Kein Strom da. Müssen wir mal gucken, dass es eingestellt wird. Der Lahmarsch hier läuft jetzt im Rad tatsächlich. So, gucken. Stellt irgendwer die Hebel um? Glaube nicht, ne? Es wird auf jeden Fall geforscht. Kommen die da rüber? Ich glaube nicht, ne? Kann man hier noch einen hinbauen? Sieht wohl so aus. Oder funktioniert die Pumpe dann nicht mehr? Keine Ahnung. Die Pumpe ist auch noch nicht fertig. Da fehlen jetzt 100 Kupfererz dabei. Das hatten wir doch hier abgebaut, oder? Und wenn nicht, dann machen wir es jetzt mal gerade. Okay, der Lüftungsschacht wird gemacht. Ich weiß nicht, ob die Hebel zu sehen sind, dass die einer umstellt. Ich sehe jetzt nicht... wie das mit der Lüftung klappt. Wo ist denn Lüftung, das? Nö. Lüftung. Auch es staut sich. Die Dinge sind schon umgestellt. Also der lässt jetzt nicht mehr so viel durch. Oder? Ja. Davor sind ja die großen Dinger. Und
Die wird auch nicht gemacht, aber hier wird jetzt gearbeitet. Das ist schon mal gut. Jetzt ist die Frage, ob diese Pumpe hier funktioniert, ne? So, was war das jetzt? Forschung abgeschlossen. Okay. Was haben wir denn gemacht? Lampen. Deckenlampe brauchen wir jetzt. Ja, siehst du, das war viel zu, ist viel zu groß. Ja, machen wir die da hin. Und was haben wir noch? Die Deckenlampe. Dann haben wir noch den Blumenkübel. Den können wir auf jeden Fall hier und hier zwischenstellen, damit er schicker ist. Hier haben wir noch eine andere Lampe. Eine Stehlampe ist das. Die basteln wir mal hier so hin. Und was haben wir noch? Da haben wir alles. Stromleitung brauchen wir dann. Das ist dann angeschlossen und die Deckenlampe sollte so angeschlossen werden. Und da oben sollen wir dann noch vielleicht eine Decke basteln, ne? Und dafür müssen wir da drüber auch noch was wegnehmen. So sollte es aber gehen. Und die beiden Sachen können wir auch wegnehmen. Jetzt fällt er runter, oder? Ah, da sehe ich aber noch gerettet. So, das ist schon gut. Da sind die Dingens, auch schon Tutorial-Nachrichten. Oh, wir haben was. Bett und Bad. Okay. Forschung abgeschlossen. Lüftungstechnologie. Was war das denn? Wasser sammeln? Okay. Einmal um Krankheiten, Anleitung der bekannten Temperatur. Forschung abgeschlossen. Und dann sind wir da auch durch. Unzureichende Sauerstoffproduktion. Lass uns doch mal gucken, ob das wirklich unzureichend ist. Puh, geht aber eigentlich. Ja, aber wie ich sehe, sind wir schon wieder weit über die Zeit. Dieses Spiel fesselt unwahrscheinlich. Wir müssen gucken, dass wir hier weiter runterkommen, dass wir denen da noch die Möglichkeit geben, weiter zu graben. Ich glaube, die Wand haben sie jetzt da erstmal gebaut. Das ist gut so, sollte funktionieren und dann können sie da weitermachen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Macht euch die Glocke übrigens an und falls ihr das Video für gut befunden habt, gebt einen Daumen hoch und ein Abo, wenn ihr noch nicht habt und natürlich was fehlte, einen Kommentar könnt ihr noch schreiben, damit ich weiß, was ich hier noch besser machen kann etc. Das wäre schön von euch zu hören. Alles klar, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.